Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zu meinem kleinen Video bzw. Resümee zu, ja, 10.000 Abonnenten. Wer hätte es gedacht vor, ja, jetzt müsste ich zurückrechnen. Wir haben heute März bzw. April, das sind dann schon mal 4 Monate in dem Jahr, dann ein ganzes Jahr, 16 Monate, dann machen wir nochmal September, Oktober, November, Dezember, nochmal 4 Monate drauf. 8, 20 Monate. Genau, 20 Monate seit dem ersten Let's Play, was ich gemacht habe, 10.000 Abonnenten nach der Zeit. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie emotional bewegend das ist für jemanden. Vor allem, der das einfach mal gemacht hat, weil er sich von einer anderen Arbeit drücken wollte. Auf jeden Fall super. Danke auf jeden Fall. Es wird natürlich auch wieder ein Gewinnspiel geben in der Form. Es ist aber wieder ein bisschen speziell. Es ist nicht so, schreibt einen Kommentar und ihr könnt gewinnen, sondern es wird wieder so ein bisschen aufgezogen. Aber ich werde diesmal keine Lieder raten lassen, sondern wir machen dann nochmal was ganz anderes. Braucht aber ein bisschen Aufwand, weil ich ein paar Videos dafür noch produzieren muss. Und es ist so wie immer bei mir. Ich bin da immer, ja, ein bisschen überlastet. Einfach auch durch die Arbeit im Moment. Ich habe bestimmt die letzten beiden Wochen meine 40 Stunden immer Mittwoch schon voll gehabt von der Arbeit. Oder, na, sagen wir Donnerstag Mittag. Und musste auch jetzt auch mal am Wochenende arbeiten, habe deshalb auch meine Partnerin länger nicht gesehen. Jetzt dieses Wochenende hatten wir mal ein paar Stunden wieder für uns. Aber nur, weil ich die wirklich mir aus den Rippen geschnitten habe und auch den Kanal ein bisschen hab links liegen lassen. Weil ich hätte eigentlich ein paar Sachen produzieren müssen. Naja, aber was passiert in 20 Monaten? Wir haben 1700 Videos plus. Ganze Menge. Das Ganze ist aufgeteilt, glaube ich, auf 60 Let's Plays. Ich habe jetzt nicht nochmal die Daten nachgeguckt, aber ich weiß noch, letztens habe ich versucht, eine Let's Playliste aufzustellen. Und es waren halt 60 LP-Playlists oder sogar inzwischen weitaus mehr wieder. Also eine ganze Menge Video. Eine ganze Menge Content, vor allem auch mein allererstes Video damals noch, wo ich Black Mesa gemacht habe mit G35 Headset ohne irgendwelches Wissen. Dann die Videodatei danach habe ich gerendert im Movie Maker. Das darf man heute gar keinem mehr erzählen eigentlich, aber so war es einfach. Ich habe es einfach angefangen und ich hatte keine Ahnung von Let's Plays. Ich war ein Mensch, der hatte noch auch vorher. Ich habe vorher nie Let's Plays geguckt. Ich habe das nur noch als ich angefangen habe, war Gronkh schon irgendwie eine Riesennummer und Sarazar und all und wie sie heißen und ich hatte keine Ahnung, wer das war. Da hättet ihr mich fragen können, ja, ich habe jetzt Gronkh geguckt und alles und ich hätte gesagt, keine Ahnung, wer soll das sein? Tja. Ja, aber so ist es dann gekommen, dass ich jetzt auch schon im fünfstelligen Bereich bin, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe ja immer gesagt, solange es wächst, bin ich irgendwo zufrieden. Solange Leute noch kommentieren, bin ich zufrieden. Solange sie liken, ist, bin ich zufrieden. Und ich verspreche mir davon ja auch nicht die Welt. Hauptsache, es macht Spaß. Ist auch manchmal ein bisschen stressig, aber es gehört einfach zum Spaß mit dazu. Das ist so ähnlich, als wenn man in seinem Traumberuf drin festsetzt. Dann sagt man ja auch nicht, verdammt, jetzt muss ich irgendwie 12 Stunden arbeiten und bin jetzt total unglücklich deshalb. Weil irgendwo macht man es ja dann doch gerne. Aber ich finde es immer schön, Abonnenten zu treffen, auch auf dem TS-Win mal, wenn ich dann die Zeit habe. Ich muss wirklich sagen, es bricht manchmal in Pussyhaft mir das Herz, wenn jemand kommt, der mich bei Steam edit oder sowas und dann sagt, boah, ich hab hier Proof, ich bin ein Riesenfan von dir und bla bla bla, lass uns doch mal zusammen spielen. Und ich nur sagen kann, ja, schön, kann ich aber leider nicht. Tut mir leid, einfach, weil ich einen 40-Stunden-Job, der zurzeit immer irgendwie 80 Stunden hat. Was hoffentlich sich bald wieder ändert, weil ich muss jetzt schon so ein bisschen Notfallplan Videos machen die nächsten Tage. Ihr werdet das leider merken, weil ich einfach so viel Zeit investieren musste. Wir haben am Dienstag, jetzt gehen wir mal in mein Realleben, haben wir einen Launch von der Internetseite und das nimmt mich gerade voll ein. Da ist noch so viel zu machen und zu erledigen und nach Dienstag hoffe ich, flacht alles so ein bisschen ab und es wird entspannter. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall, Videos werden kommen, wie viele am Tag, ist immer dann so eine Sache erstmal. Gut, was ich sagen wollte, ist dann immer traurig, weil ich abends, ich wirklich von Montag bis Donnerstag, den Abend 3 bis 4 Stunden Videos aufnehme. Dasselbe mache ich Sonntagabends meistens. Jetzt nachher treffe ich mich mit den Diablo 2 Leuten, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, mit mir ein Spiel zusammenzuspielen, als ich bei Facebook gebeten habe darum. Und das kostet dann auch wieder 2 bis 3 Stunden. Together-Sachen kosten eh immer mehr Zeit. Man muss da immer Abstimmung einplanen, dann muss mal jemand auf Klo, dann kommt mal die Mutter bei wem rein oder sowas. Und schon dauert sowas automatisch länger. Ja,
geiler Scheiß einfach. Deshalb, sorry an Leute, die mit mir gerne spielen wollen. Ich nehme euch gerne mal Steam an. Ich bin auch immer für Fragen offen. Fragt dann auch einfach, schickt mir die Frage zu, anstatt dass immer dieses kommt, dieses, darf ich dich mal was fragen? Nee, erst kommt Hi, dann sage ich Hi, dann kommt, darf ich dich mal was fragen? Fragezeichen. Dann sage ich Ja, dann kommt die Frage, die beantworte ich dann. Ihr könnt die Schritte 1 und 2 euch komplett sparen. Das ist zwar guter Ton, aber stellt einfach eure Frage, macht Hi, hey Proof, was ich mir schon immer bei dir gefragt habe, blablub, blablub. Und dann beantworte ich das so gut ich kann. Und wenn gerade die Zeit nicht passt, bin ich auch jemand, der dann ehrlich sagt, boah, sorry, ich habe gerade zu tun. Jetzt vor allem am Wochenende haben das viele mitbekommen wahrscheinlich, wo ich dann gesagt habe, boah, sorry, ich habe keine Zeit für Smalltalk. Wenn du Lust hast, mich irgendwas zu fragen und so weiter, dann schreib mir das, ich beantworte das später. Auch schön, wenn Abonnenten auf dem MTS sind und dann meinen, boah, du hörst dich im TS genauso an wie in den Videos. Wo ich dann denke, wo ist das denn nicht so? Ist das irgendwo anders wirklich so, dass die ganz anders sich anhören? Also anscheinend verändere ich da meine Stimme nicht großartig zusätzlich für... Jetzt habe ich mal oben auf die Kamera geguckt, wie ich aussehe. Oder ob sie überhaupt läuft, ob ich mit mir selbst rede gerade. Jedenfalls, das fand ich auch sehr süß diese letzte Zeit. Ach, jetzt habe ich süß gesagt. Ja, und dann will ich natürlich nochmal irgendwo jetzt auch auf diese 20 Monate zurückgucken. Wo jetzt auch in der letzten... Also, viele, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ich da hatte, wissen ja, dass ich ja auch ausgefallen bin eine ganze Zeit. Schwieriger Moment damals, da habe ich 100 Videos vorproduziert für die Zeit, wo ich weg war. Letztes Jahr im September, Oktober, November bin ich wiedergekommen, war das, wo ich mich halt dann auf Kur befunden hatte. Dadurch, dass ich halt einfach irgendwo ausgebrannt war, auch das hatte aber jetzt nicht diesen Channel hier in allgemein mit deiner zu tun. Es gibt so Leute, die haben einfach Laster, die tragen sie mit sich rum und müssen die auch irgendwann mal bearbeiten. Ich denke, viele Leute wissen das. Ich gehe das auch damit auch inzwischen weitaus offener um, weil einfach, was soll passieren? Es ist irgendwo menschlich, da mal so nochmal Zeit für sich zu nehmen, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich ein bisschen in sich zu kehren und dann wieder mit neuer Energie und neuer Kraft da zurückzukommen. Ist ja auch so passiert bei mir. Ich hatte da ja echt Glück, sagen wir mal. Ja, nicht so Glück bei sich, also will ich auch nochmal im Resümee reinnehmen. Die letzte Zeit ist ja wahrscheinlich manchen Leuten aufgefallen, dass Summer hier Videos früher, die ich mit ihr damals zusammen gemacht habe, hier verschwunden sind. Will da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber als ich damals in meiner Abwesenheit, da hatte ich auch wenig Kontakt zu Summer, wiederkam, war halt dieses ganze Konstrukt von gemeinsam sein und so weiter zerstört sehr extrem dadurch. Das hat, ja, wer die Schuld hat, ist schwierig. Sie hat sich zu viel zurückgenommen. Ich hätte sie gern gesehen, immer mal, wo ich so lange weg war. Ich hätte der auch alles bezahlt, die Fahrt und so weiter. Sie hat das aber nicht, angenommen, wollte das auch irgendwie nicht, wollte auch nicht irgendwie den Kontakt zu mir halten damals. Und das macht das alles so unglaublich schwierig irgendwie. Als ich zurückkam und sie halt mich wochenlang dann trotzdem nicht getroffen hat und ich da wirklich sehr hart, intensiv und alles da noch hinterher war. Aber dann ist das halt so passiert und deshalb habe ich auch die Videos entfernt, weil ich mit der Person halt so nichts mehr zu tun haben will. Es war einfach eine sehr anstrengende Zeit für mich dann, obwohl ich gerade so voller Energie zurückkam, wo ich dann direkt so wieder abgebremst, ne, läufst halt gegen eine Wand. Aber ich hatte halt wirklich Glück, weil ich habe halt auf meiner Fahrt jemanden kennengelernt auch damals. Da war aber einfach nur so, oh, cool, cooles Mädel und so, kann man voll gut mit abchillen. so voll alles okay. Dann, als das mit Summer so zu Ende ging, habe ich dann gesagt, okay, dann kann man sie ja nochmal treffen. Haben uns nochmal im gleichen Ort, wo ich vorher war, getroffen. Waren da schön in einem Restaurant essen. So gar nicht meine Masche, sag ich mal. Einfach so voll... Ja, wie soll man sagen, so voll chillig eigentlich im obwohl das Restaurant voll schickimicki war. Aber die Pizza da, die war so lecker und so geil, das hat einfach irgendwo alles gestimmt. Ja, und dann bin ich dann halt auch nachts da geblieben und dann hat sich daraus halt irgendwo eine Beziehung entwickelt und hab halt jetzt wirklich eine tolle Partnerin, die sich nicht bedroht fühlt vom Channel irgendwo, die sich immer mit mir freut, wenn was hier passiert. Und mir auch die Zeit gibt, die ich benötige hierfür. Und das ist nichts Selbstverständliches, habe ich gemerkt, jetzt bei meiner Ex-Freundin und bei meiner Freundin davor, die dann alles das so zwar vielleicht gesagt haben, ja, ist okay, mach du mal. Und dann haben sie gemerkt, ach, das ist ja doch ganz schön viel, was du da machst, ne?
Während so meine Freundin sagt, ja, kein Problem, mach ruhig, ich gehe rüber, ich lerne ein bisschen was, ich habe noch hier eine Prüfung und so weiter. Also so wirklich so ihr eigenes Leben dann voranbringt, während ich hier das hier voranbringe, was halt auch mein Leben ist. Und so viel Zuversicht und, wie soll man sagen, so viel für den Partner halt ja bringen. Beziehungsweise, ich will nicht, es ist nicht aufopfern, weil wir haben beide was davon immer. Ist einfach schwer zu finden und ich bin wirklich super glücklich, dass da auf der Welle geklappt hat. Also ich habe diese 10.000 Abonnenten jetzt hier irgendwo erreicht. Bros, Fans will ich nie sagen. Fans hört sich immer ganz, ganz merkwürdig bei mir an. Fühlt sich auch ganz, ganz merkwürdig immer noch bei mir an, dass in meinem Leben alles jetzt gute Bahn läuft, Job läuft gut, Channel läuft gut, mit Partnerin läuft gut, obwohl wir da noch daran arbeiten, dass unsere Distanz reduziert wird, weil deshalb habe ich auch Freitag und Samstag eigentlich nie Zeit, weil dann meine Partnerin hier ist, weil wir nämlich eine Fernbeziehung führen. Das macht das Ganze ein bisschen komplizierter und ich bin jetzt schon über die 10 Minuten, die ich eigentlich reden wollte. Dann wollte ich aber noch sagen, ja, Zukunft für den Channel, was gibt's jetzt noch, was können wir jetzt noch machen? Da ist einiges geplant, so dass meine Freundin meinte, mach mal halblang, sonst kriegst du einen Herzinfarkt. Ich so, nee, wir machen dann ein bisschen entspannter hier auf dem Hauptchannel, dass man halt dann nur noch 3 oder 4 Let's Plays am Tag macht und nicht 7, wie es zur Zeit ist. So sind Sachen mit GameStar, wo eine nähere Zusammenarbeit geplant ist, möglich zukünftig. Also sowas wie BattleTube ist da nicht gemeint, sondern wirklich eigene Sendeformate, die ich entwickelt habe, da so reinzutrichtern, aber dazu mehr dann, sobald es soweit ist. Da muss ich nämlich erst noch eine Zusage kriegen. Ich hoffe, jetzt sieht keiner von GameStar das. Micke, wenn das siehst, spul rüber, ich habe nichts gesagt. dann gibt's wahrscheinlich einen Partnerkanal demnächst, wo ich mich mit 5 Let's Playern, die ich sehr gerne mag, zusammentue und wir da halt auch Let's Plays anbieten. Da werde ich ein bisschen was anderes machen als hier auf dem Hauptchannel, wo ich ja halt inzwischen überwiegend Strategie und Indie mache. Aber Gott sei Dank immer noch das spiele, was mir wirklich auch Spaß macht insgesamt. Wo ich aber wirklich, ich sag's euch, ich könnte viel mehr Geld verdienen, wenn ich Sachen spielen würde, die andere wollen. Was da manchmal für Angebötchen kommen, wenn es eine Win-Win-Situation ist, so, das wollte ich eh spielen und jetzt kommt halt der, ist halt die Möglichkeit für den Entwickler, das zu spielen und der gibt dann irgendwie ein bisschen, also es ist wirklich Peanuts, was man kriegt dafür bei der Kanalgröße, die ich habe, aber das ist halt für mich Win-Win, das Spiel kriegt man umsonst, man kriegt noch so ein paar Euro obendrauf dafür, dass man halt dieses Let's Play macht, sich das Spiel anguckt und ich habe mich jetzt noch nie davon irgendwie irritieren lassen, da ich sage, okay, das Spiel ist jetzt voll geil, weil ich dafür irgendwie 30 Euro gekriegt habe oder 40 noch zusätzlich und das Spiel umsonst. Weil das war nie so meine Intention dahinter. Und vor allem, weil ich eh so ein Diplomat bin, der sich selten, manchmal rege ich mich schon auf. Naja, das erstmal dazu. Weitere Sachen in der Zukunft, natürlich weiter in Let's Plays, dann wird's, was ich schon seit 3 Wochen versuche umzusetzen, Proofs Couch geben irgendwann oder Couch Proof, muss man noch gucken, dann wollte ich mit dem Gameblamer mal wieder was machen, und so weiter und so fort. Genau, jetzt können wir noch sagen, zum Gewinnspiel gibt's einen großen Preis diesmal und nicht viele kleine Preise, wird eine Grafikkarte sein, weil ich da ein bisschen versäumt habe, die bei eBay reinzusetzen, ist aber noch in Ordnung. Ich glaube, der eine oder andere kann die gut gebrauchen und ich werde die dann einfach lieber an Abonnenten ausschütten, anstatt dass ich die noch bei eBay reinsetze für, ich glaube, 150 Euro ist noch der Gegenwert in gebraucht. Und die lief ja auch nicht lange bei mir. Und sie war beim Proof im Rechner drin. Also für den einen oder anderen ist es vielleicht eine ganz tolle Sache. Gut, Freunde der Spielkultur, das war's erstmal von mir. Nochmal vielen Dank, 10.000 Abonnenten. Ich habe wirklich sehr tolle Abonnenten. Das merke ich jedes Mal, habe ich beim South Park Special gesehen, wo ich dann erklärt habe, warum ich das Let's Play abbreche. Das sehe ich immer wieder an vielen Kommentaren, die mir wirklich in Spielen auch weiterhelfen. Und daran, dass ich keinen Kommentar schreiben muss, wie Gronkh vor ein paar Tagen, was für ein Gesinde denn angelockt wird, wenn er denn South Park spielt. Solche Sachen habe ich irgendwie gar nicht nötig. Und deshalb einfach danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und ich hoffe noch auf ganz viele Monate oder Jahre. Jetzt kommt sehr schnulzig rüber, wo wir zusammen noch Spaß haben können und noch zusammen noch viel erleben können. Ja, bis dann, euer Doc. Ciao.